Gut, wir sind hier im Kristallsangwald. Wir haben einmal hier drüben Steine und Holz gesammelt für die Was führt euch Agentumvorhut. Da hierher? fliegen wir jetzt auch echt jetzt. Viel Glück. Warum über Dalaran? Du kannst auch hier, zack, guck, darüber, darüber. Mann, Mann, Mann. Wäre ich besser selber geflogen. Guck, da müssen wir hin. Da drüben. Es wäre doch viel kürzer gewesen. Als Hotler kommt man bestimmt direkt hin. Du willst jetzt aber nicht einmal um Dalaran rumfliegen, du Trottel, oder? Echt jetzt? Nee. Ich hab schon gedacht. So, komm, landen. Ey, was für Schlenker. So. Hier rüber, Quests abgeben, hier drüben. So, ihr beiden hier, einmal für dich Energie und für dich Kernholz und Mauerwerk. So, die Luft steht still. Der schwarze Wächter beim Tal der Echos in Eisgrunde will, dass ihr Salranax, den Zerfleischer, Unterkönig Talonox und Hohepriester Yat Amon tötet. Wir werden dies Okay. durchstehen, bis zum So, diese drei sind hier in den einzelnen Tempeln. Da oben ist einer. Hallo. Also wir könnten jetzt hier, ruft ein Ritter der schwarzen Klinge herbei, aber brauchen wir nicht. Wir können es ja aus Spaß mal machen. So, wir gehen hier rein, rufen den Ritter der schwarzen Klinge. Es gibt noch viel zu tun. Na, wo ist er denn? Da hinten steht er. Ja, hilft uns halt im Kampf. Brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. Nur dass ihr es mal gesehen habt. So, und der letzte. Noch weiter hinter. Ach, da oben ist ja noch einer. Ja. So, der letzte ist hier drin. Nee. Vorne? Hier vorne. Ich habe gedacht, der wäre da drin. Ach, da ist der. So, das waren die drei. Einmal zurück. Ich will kurz mal gucken. Kreuzfahrer Pridenbart Brat. Was? Euer ist es meins, auch nicht sichern. Das Tor des Todes, der Verwüstung des Schreckens. Okay. Also hier müssen wir dann auch noch hin hier hoch. Ich glaube, da werden wir als nächstes hingeschickt. So, bitteschön. Nirgends gibt es keinen Frieden, keine Rast. Hier drin ist die nächste Quest. Im gefrorenen Herzen Nordends liefert Vater Gustavs Bericht bei Hochlord Tirion Fordring in der Agentum Vorhut in Eiskrone ab. So, einmal zurück.
Ach, er steht ja jetzt hier unten. So, bitteschön. Die Schlacht um den Kreuzfahrerturm. Begebt euch zum Kreuzfahrerturm und platziert das gesegnete Banner des Kreuzzugs auf dem Haufen Kreuzfahrerschädel. Verteidigt das Banner gegen den Angriff der Geisel, bis das Land auf dem Turm gereinigt ist. Kehrt dann zu Vater Gustav ins Tal der Echos in Eiskrone zurück. Das Ende der Geisel. Also, wir müssen jetzt da zu dem Turm, wo ich euch eben gezeigt habe. Einmal hier hoch. Und da müssen wir einmal das machen. So. Dann kommen hier die ganzen Kreuzfahrer und von hier unten kommen gleich Mobs. Jo, schlimm, ne? Lasst niemanden am Leben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wir können das ganz einfach machen. Zack. Wir bleiben jetzt einfach hier stehen und machen Flächenschaden. Und ich glaube, das Ganze hier dauert circa 2 Minuten. Kauert vor meiner schrecklichen Schöpfung. Das glaube ich weniger. Also bei denen, wenn ihr allein, wenn ihr nicht hoch genug sein solltet, lasst die ruhig hier hochkommen. Die helfen eigentlich gut mit. Ich habe doch gar nichts gedrückt. Reichweite. Komm, bleib weg. Labt euch, meine Kinder. Labt euch am Fleisch der Lebenden. Und wie wollen sie das machen, Arthas? Sie fallen ja um, bevor sie hier überhaupt oben ankommen. Haben wir eigentlich noch den Zauberstab? Ja. Ich muss gar keinen Zauber mehr wirken. Ja, das ist halt wirklich so eine Quest, die dauert hier wieder ewig. Oh. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 4 Minuten oder so. So viel zum Thema 2 Minuten. Habt ihr es bald hier oben?
Ja, ich kann. Ah, da kommt der Boss. So, da ist der Boss. Sobald der fertig ist, haben wir das hier geschafft und können zu Vater Gustav zurück. Und wenn wir gleich wieder hinkommen, steht da ein neuer Turm. Der Kreuzfahrerturm. Sucht den Hochlord Tyrion Fordring beim Kreuzfahrerturm in Eiskron auf. Schöner Kopf für damals. So, hier haben wir jetzt den Turm. Die können ganz schön schnell bauen, oder? Der Geisel zum Trotz. Okay, dann nehmen wir hier an. Na komm. Eine Erzählung von Helmut. Hochlord Tyrion Fordring auf dem Kreuzfahrerturm wünscht, dass ihr den Helden Kreuzfahrer Bridenbrat in der stillen Nachtwache im Nordosten der Eiskrone aufspürt. Seine Feuergrube wird aus der Luft gesehen wahrscheinlich der deutlichste Hinweis auf seinen Aufenthaltsort sein. Hier drüben den Flugpunkt noch nehmen. So, wir müssen jetzt da oben hin. Da ist noch eine Quest. Wo ist da noch eine Quest? Echt da drin? Oben oder was? Nö. Hä? Da nicht. Ah, hier drüben. Die Himmelsbrecher. Sprecht mit Stabshauptmann Justin Barlett an Bord der Himmelsbrecher, die über der Eiskrone fliegt. Okay. Also hier auf dem Punkt kann man sich nicht verlassen. Die Himmelsbrecher, die ist halt irgendwo hier. Ah, da drüben ist sie gerade. Wir fliegen erstmal hier oben hin. Und hier oben. Eiskronzitadelle. Aschabonskammer. Wem gehört denn eigentlich gerade 1000 Winter? Niemanden. Niemanden? Geht das einfach so? So, und zwar ist hier eine kleine Mulde. Hier unten, hinten. Da unten. Früher gab es gar keinen Anhaltspunkt, weil da wurde die Quest nicht angezeigt, wo die ist. Da musste man suchen. Ein Held verbleibt. Bringt die Neuigkeiten von Kreuzfahrer Bridenbrats Schicksal zu Hochlord Tyrion Fordring in den Kreuzfahrerturm. Echt jetzt einfach so hin und her fliegen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich sehe gerade hier bei OBS, ist ganz schön gefallen. 45 FPS. Die ganze Zeit keine Probleme beim Questen und jetzt auf einmal hier Frame-Einbrüche. 40,65 und jetzt auf einmal wieder 60. Wahrscheinlich, weil wir in einem Gebiet waren, was wir vorher noch nicht so entdeckt hatten. Egal. So, beenden.
Und das machen wir morgen, würde ich sagen. Dann bis morgen. Was? Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Bis morgen.